Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und einem neuen Video unsererseits. Wie ihr seht, stehen wir vorm Heidepark und es ist dunkel und ruhig und es ist nicht abends, sondern es ist sehr, sehr früh morgens. Wir haben jetzt kurz nach 5 und kurz vor 6 geht's ab. Dann gibt es nämlich eine Reportage für euch hier zu sehen von Colossos Kampf der Giganten. Denn diese Holzachterbahn der Firma Intermin wird dieses Jahr 20 Jahre alt oder ist 20 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und wir begleiten die Maintenance bei der morgendlichen Wartungsarbeit und zeigen euch mal jetzt in diesem Video, was alles passieren muss, bevor es eigentlich morgens losgehen kann, dass ihr Colossos Kampf der Giganten fahren könnt im Heidepark Resort in Soltau. Also ich bin Heiko Ebetleben. Ich bin hier Mechaniker am Heidepark. Freue mich, dass ihr da seid erstmal und erkläre ich so ein bisschen was über Colossos Kampf der Giganten. Colossos ist also eine Holzachterbahn, sagen wir mal, eigentlich hier so das höchste Fahrgeschäft, was wir haben. Wie hoch? 53 Meter, ne? 1344 Meter Strecke und steilste Abfahrt von 61 Grad. Ne? Also der Schuss hat 61 Grad, wir haben hinten eine Querneigung von knapp 40 Grad in der Steilkurve. Ne? Die gehen wir ein bisschen ins Licht, den kann man noch ein bisschen besser sehen. Wir haben hier eine Kehrtuchschiene. Ne? Die besteht aus Holz, aus mehreren Schichten. Holz, das ist das. Also wenn es trocken ist, zieht sich die Schiene zusammen. Wenn es nass ist, geht die Schiene auseinander. Das heißt, die Schiene arbeitet. Die Schiene kann arbeiten. Und wir haben im Endeffekt eine Oberlaufschiene aus Stahl, wo die Laufräder drauflaufen. Wir haben eine Seitenschiene aus Stahl auf dem Holz und wir haben eine Untergurtschiene, ne? Im Endeffekt für die Absorb-Wheels, wo die Absorb-Wheels drauflaufen. Das ist alles aus Stahl. Würde das alles aus Holz sein, würde das ja nicht funktionieren. Eine klassische Holzachterbahn hat ja 7 Holzlayer übereinander genagelt, aber hier ist es ja eigentlich ein Stück, oder? Das ist aus einem Stück gefertigt, genau. Das ist, im Endeffekt ist das eine verleimte Schiene. Das sind mehrere Schichten, zusammengeleimt, gepresst. Und dann wurde das aus dem Ganzen gefräst. Also es wurde aus dem Ganzen gefräst. Selbst die Kurvenstücke und so sind aus dem Ganzen. Ja, was heißt großer Rohling? Man kann ja Holz im Endeffekt, wenn es nass ist, auch um eine Ecke biegen. Mhm. Ne? Das funktioniert, braucht eine Menge Kraft, aber es funktioniert. Mhm. Morgens machen wir, als erstes müssen wir auf den Lift noch rauf. Ja. Das heißt, wir müssen den Lift freigeben, wir müssen Blöcke setzen und wir gucken uns die Züge durch. Mhm. Wir gucken uns den Bahnhof durch, Reibräder, Bremsen. Also wie bei jeder anderen Achterbahn auch. Wir fangen um 5 Uhr an morgens. Okay. Und brauchen so eine gute Stunde, anderthalb Stunden, wenn wir das. Ne? Okay. An dem Zug hier prüfen im Endeffekt, wenn du mal hier unten guckst, Laufräder, Seitenräder und Absorb-Wheels. Die Absorb-Wheels prüfen wir vorne auf dem Gleis, weil nur da sind die Absorb-Wheels frei. Und die? Hier auf dieser Schiene liegt der ganze Zug nur noch auf den Absorb-Wheels. Ne, daher können wir die hier nicht prüfen. Dafür könnt ihr aber Lauf- und Seitenräder in Ruhe prüfen. Können wir Lauf- und Seitenräder prüfen auf der Strecke. Für die Absorb-Wheels fahren wir den Zug nach vorne. Mhm. Und prüfen die da. Des Weiteren prüfen wir hier alle Schrauben, die du am Zug siehst, werden geprüft. Die Bremsfinnen werden geprüft. Die sind hier. Ne? Weiß nicht, ob du da so mit deiner Kamera hinkommst. Du siehst hier diese blaue Markierung überall. Ne? Genau, damit die müssen ja immer dann da sein. Aber das wird jeden Morgen geprüft. Der Kettenhaken hier vorne. Er wird geprüft. Dann hast du die Rücklaufsperren, ne? Von dem Zug werden geprüft und sonst wird der Zug komplett auf Karosserie, GFK, Bügel, alles was so an Anbauteile an dem Zug dran ist, wird einmal sich angeguckt. Genauso wie Gurte, Gurtsystem, ne? Ja. Ist neu, gab's bei dem alten Zug ja nicht. Und sonst halt einmal durchgucken. Wie bei jeder anderen Achterbahn auch. Müsst ihr auch einen kompletten Trackwalk machen oder nur auf dem Lift hoch? Ja, wir müssen uns die Bremsen, die in der Strecke verbaut sind. Ja. Du hast also im Endeffekt automatisch zuschaltbare Bremsen in der Strecke. Die Trim Brakes. Genau. Die gucken wir uns einmal an.
damit nicht wirklich was ist. Ansonsten haben wir noch die Zimmerleute, die sowieso einmal die Strecke lang laufen, die morgens lang laufen hier. Okay. Die gucken sich die Strecke an und wir gucken uns, sag mal, monatlich einen Streckenabschnitt an. So wie der Kollege jetzt. Der läuft jetzt einmal bis zu unserem großen Koloss hier. Unseren Giganten. Und einmal innen drinne, ob wirklich alles okay ist, ob keine Metallteile von der Seite wegragen. Mhm. Das ist also unsere Aufgabe mit. Nicht, dass sich einer am lebenden Beispiel. Super, soll ich das machen? Wir haben hier an der Bahn ein Sicherheitsschienensystem von Bornag. Das ist der Läufer dafür. Den hakt man hier einfach ein. Ich lasse jetzt so den Trigger hier auf meine Schnelle. Vorführeffekt. So. Dann nimmt man hier seine Pylon, packt das hier ein. Der lässt sich so frei bewegen. Solltet ihr hinfallen, abstürzen oder irgendwas, dann hakt das der hier vorne ein und der Läufer blockiert. Ne? Das heißt, ihr könnt nirgendwo weiter runter. Also sei es so, die Seite ist da, falls sie runterfallen, kannst du dich ranlehnen, passiert nichts. Ne? Sehr gut. Im Endeffekt unsere Lebensversicherung, wenn man da oben ist. Weil es ist doch, du siehst das bei dem Wetter, ne? Würden wir jetzt drüben hochgehen, also es ist schon gefährlich. Weil das ist halt Holz, wenn Holz nass ist, ist es, ne? Glatt. Ich helfe euch eben hier bei den Armen. Okay, zur täglichen Wartung morgens. Gehört noch dazu, uns die Anti-Rollback-Schiene anzugucken, die einmal bis oben geht, plus den Kettenkanal. Mhm. Ne, ob nicht irgendwelche Sachen drin sind, ob die Anti-Rollback-Schiene nicht wirklich sehr doll verschlissen ist, ob die Kette nicht verschlissen ist. Ne, das gehört zum täglichen. Des Weiteren gucken wir nebenbei, ob wir nicht irgendwo Schrauben haben, die lose sind. Mhm. Man wird das sehen, wenn die lose sind. Jetzt bei dem Wetter drückt sich das Holz auseinander. Ne? Das heißt, die sind alle bombenfest. Ja. Würde das jetzt ist. Richtig knatschtrocken sein und das Holz zieht sich zusammen, dann kann das durchaus mal sein, dass welche lose sind. Mhm. Ist aber nicht schlimm, im Endeffekt, weil Holz arbeitet. Ne? Ja. Da, wo das! Eine, ja. Irgendwas reingehört. Du siehst hier unter ja. Den Ledger. Ja. Kannst du nicht reinschrauben. Da kannst du nichts reinschrauben. Okay. Deswegen füllt da zwischendurch mal ab und zu eine. Okay. Nichts Schlimmes. Der hält auch so. Nein, ist wirklich so. Ist nicht schlimm. Ne? Weil es geht einfach nicht. Das ist bauartbedingt halt so. Aber wie du eben schon gesagt hast, im Morgengrauen ist das bestimmt hier richtig krank. Wir sind jetzt oben am Höhepunkt angekommen. Hier oben gucken wir uns auch wieder die Kette an. Den Kettenkanal. Und das Umlenkrad. Ja. Ne? Ob hier keine Schrauben wirklich lose sind, ob die Zähne alle okay sind. Ob die Lagerböcke alles gut ist. Das kommt jetzt alles hier von dem Öl. Weil die Kette wird durchgehend geölt. Ja. Ne, unten. Das können wir uns gerne unten nochmal angucken. Spannstation. Gerne. Antriebsgebäude. Absolut. Ja. Bin ich voll dabei. Können wir uns gerne angucken unten. Ansonsten haben wir hier weiter nichts, was wir morgens gucken. Wenn ihr so viel jeden Morgen guckt, kontrolliert und checkt, wie oft habt ihr das, dass ihr was wechseln müsst? Sehr, sehr selten. Fast gar nicht. Also wir wechseln kettenmäßig oder antriebsmäßig gar nichts. Okay. Also das fährt das Jahr komplett durch. Wird die Kette denn einmal im Jahr revidiert oder? Nein. Also nur wenn es nötig ist? Nur wenn es nötig ist. Okay, stand jetzt lang die Bahn, hast du Erfahrungswerte, wie viele Saison? Also das ist jetzt immer noch die erste. Von vor 20 Jahren? Ach Quatsch. Das ist eine gute Kette. Ja. Nein, die ist schon einmal getauscht. Aha. Eben waren wir im Antriebsgebäude von unserem Giganten. Und zwar gucken wir hier jeden Morgen auch Kette, Kettenrad, Spannung der Kette, Öler, ob noch genug Öl auf dem Öler drauf ist. Gucken, ob der Öler funktioniert, nicht kaputt ist. Ja, und das war's auch schon. Um die Bahn kümmert sich noch die Gärtner. Die sind hier für den ganzen, sag ich mal, Deko und unser, ja, ich sag mal, Urwald hier. Der momentan Urlaub, ja. Ja, dann haben wir noch Elektriker hier vor Ort. Die kümmern sich um die ganze Elektrik. Und
Tischler und Zimmerleute. Die kümmern sich um die eigentliche Bahn, alles was Holz ist. Auch jeden Morgen, genauso wie die Gärtner auch jeden Morgen kommen und gucken, ob wirklich alles hier im Gangbereich okay ist. Nicht, dass irgendwas im Gangbereich steht, weil wir wollen ja nicht, dass unseren Gästen irgendwas ins Gesicht fällt oder wächst. Ne? Dann haben drei Leute einen Schlüssel? Oder sind das ist für Grün zum Beispiel Gärtner. Blau ist Elektriker oder wir. Ne? Hier hat jeder sein eigenes Schloss mit einer Nummer drin. Wirklich. Also zum Fahrtablauf brauchen wir. Normalerweise brauchen wir hier zwei Knöpfe zum Startdrücken vom Zug. Dann haben wir hier noch einen extra Knopf für die Bügel einmal komplett, den kompletten Zug aufzufüllen. Aber hier gibt es auch einzelne Wagenabteile. Die können wir auch also einzeln aufmachen. Aber nur abteilweise, nicht einzelne Bügel. Genau, nur abteilweise Wagen 1, Wagen 2, Wagen 3, Wagen 4, Wagen 5. Dann dauert das ca. 10 Sekunden, bis das er dann wieder verschließt. Und sobald hier oben alles grün ist, können wir dann auch erst starten. Vorher kriegen wir hier keine Startfreigabe. Also wir haben ja unsere Operator links und rechts vorne, also am Eingang und Ausgang. Die müssen einmal die Gurte kontrollieren, genauso wie die Bügel kontrollieren. Sollte alles in Ordnung sein, leuchtet alles oben grün. Mhm. Sollte aber was nicht in Ordnung sein, die Gäste sind zu komponent oder haben die Bügel noch nicht runtergemacht, dann leuchtet er rot. Und dann können wir auch noch nicht starten. Dann haben wir noch unser Drehkreuz, dass nicht zu viele jetzt zur Corona-Zeit hier im Bahnhof drin stehen, dass auch der Abstand gehalten wird. Da können wir dann hier einstellen. Und sonst brauchen wir nicht viel. Also das ist eigentlich das Einzige, was wir brauchen. Wir haben hier noch Ausgangstoren. Dann kannst du da hinten noch rausgehen. Oder hier einmal die Eingangstore, die du dann auf und zu machen kannst. Wunderbar. Und der Rest ist Maintenance und... Genau. Und der Rest macht dann im Grunde die anderen.